Ja, bleiben Sie schnell sitzen noch. Wir sind unter Zeitdruck, aber das macht eigentlich gar nichts, weil dieses Thema ein so weit gefasstes ist, dass wir uns genauso gut eine Woche zusammensetzen könnten. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir dieses Panel hier direkt anschließen können. Ich habe mich sehr gefreut über Herrn Schleicher. Herzlichen Dank nochmal, dass Sie gekommen sind. Die OECD hat natürlich den Blick von außen auf die Bildungsinstitutionen. Sie haben die konkreten Vergleichszahlen. Ich sehe das als Mutter, ich sehe das auch als Deutsche und frage mich immer, aber warum kriegen wir diesen Shift nicht hin? Woran scheitert es? Und deswegen haben wir hier eingeladen, die uns vielleicht bei der Beantwortung der Fragen helfen können. Zunächst einmal bin ich sehr glücklich, dass wir einen Schülersprecher gefunden haben. Michael Schröder ist Schülersprecher am Theodor-Storm-Gymnasium in Husum. Und das ist eins der sehr wenigen Gymnasien oder überhaupt Schulen, ich habe gar kein anderes gefunden, die in den letzten Jahren protestiert haben, weil sie gesagt haben, diese Bildung ist nicht mehr zeitgemäß. Die Medienverbote an unseren Schulen, die können wir so nicht mehr hinnehmen. Und deswegen protestieren wir jetzt. Ilona Bernstorff ist auch eine sehr außergewöhnliche Frau, denn sie ist Schulleiterin. Und zwar ist sie Schulleiterin an einer Grundschule und Förderschule in Neukölln, Berlin. Das ist genau da, wo auch die Rütli-Schule sich befindet und wo man sich immer fragt, ob man sein Kind da mit dem Fahrrad auch nur durchschicken könnte. Dennoch hat Frau Bernstorff es geschafft, dort eine Schule aufzubauen, die jetzt für den Deutschen Schulpreis nominiert ist und in der Endrunde sich befindet. Ich bin persönlich dort gewesen. Es gibt wenige Orte, die ich als so freundlich, offen und herzlich empfunden habe. Und ich finde es spannend zu erfahren, wie sie das geschafft hat. Wichtiges Element, Kevin Heidenreich ist Leiter des Referats für Hochschule am Deutschen Industrie- und Handelskammertag und befindet sich quasi an der Schnittstelle zwischen Hochschulabgänger und, wenn Sie sich dann in die Berufswelt begeben, du kannst beide Seiten, glaube ich, so ein bisschen porträtieren und uns vielleicht zeigen, sind die Schüler, sind die Studenten gut vorbereitet und wo mangelt es? Also ich finde die Runde jetzt schon mal sehr gut. Würde gerne, entschuldigen Sie, anfangen beim Jüngsten. sag mir, wenn du sagst, du empfindest eure Ausbildung nicht mehr als zeitgemäß, hast du da schon deine Berufsausbildung im Blick oder ist es einfach, dass du findest, der Unterricht könnte toller sein und wir könnten uns besser einbringen? Das ist, was mich nervt und das sollte geändert werden. Also beides ein bisschen, würde ich sagen. Also als erstes einfach die Bildung an sich ist ja oft einfach nur Frontalunterricht und es wird einfach auch nicht besser und es ist einfach nur stabiles Reinknüppeln von Wissen. Und die Frage natürlich ist da auch, wenn man ein bisschen älter ist, also ich sag mal in der Oberstufe spätestens, weiß man ja eigentlich vielleicht, das brauche ich später mal oder das brauche ich überhaupt nicht. Und wenn man dann wirklich in Kursen sitzt, wo 70% des Wissens, das man kriegt, meist überholt ist und vielleicht auch schon einfach ja auch nicht mehr nötig für einen ist, weil man es einfach später nicht brauchen wird, wenn man sich da sehr sicher ist. Das ist dann doch relativ nervig einfach. Und was war das Zweite jetzt nochmal? Ob du der Meinung bist, dass du deine berufliche Zukunft konkret dadurch gefährdet siehst, weil dir Kompetenzen nicht beigebracht werden? Also ich persönlich jetzt erstmal nicht, weil ich mich da selber privat sehr viel mit auseinandersetze, aber eben wenn ich allein schon sehe, dass viele schon Probleme damit haben, eine PowerPoint-Präsentation ordentlich hinzukriegen für ein Referat, dann frage ich mich natürlich auch, was für Dinge lernen wir hier eigentlich und sollten wir vielleicht auch mal andere Schwerpunkte setzen, gerade auch nicht nur auf zu sagen, ja man muss das später alles wissen, sondern man muss auch eigentlich ja später viele Sachen können und wenn man diese Sachen nicht in der Schule lernt, man hat ja oft oder viele Leute haben ja auch nicht die Motivation, das privat sich beizubringen, weil sie denken, ja das reicht schon und dann passt das. Was du sagst, entspricht ja zu 100% dem, was die OECD so auch festgestellt hat. Ihr lernt offensichtlich Dinge, die ihr hinterher nicht mehr braucht und diese neuen Kompetenzen, die wir brauchen, Sie sagen ja auch, es geht in eine berufliche Zukunft, für die wir eigentlich noch gar keine Prognosen erstellen können. Das heißt, wir müssen unsere Kinder flexibel unterrichten und müssen sie zu kreativen, kollaborationswilligen Menschen heranziehen. Wieso passiert das nicht? Also das ist ja alles, es liegt auf der Hand.
sehen Sie bei den unterschiedlichen Staaten, wir sehen, manche reagieren sehr schnell und sehr erfolgreich, andere tun das überhaupt nicht. Ich finde Deutschland viel zu langsam. Woran liegt das? Also ich glaube, vieles ist in Deutschland in Bewegung gekommen. Das darf man nicht unterschätzen. Also ich glaube, gerade im Bereich frühkindliche Bildung und so, das war früher ein Randthema, da befasst man sich mit. Aber ich glaube, bei den Inhalten ist es ein großes Mangel. Also die PISA-Resultate zeigen sehr klar, dass Deutschland beim Abfragewissen relativ gut ist, aber bei der kreativen Nutzung von Wissen, beim Umgang mit Wissen im Grunde relativ schwach ist und dass sich an diesem Verhältnis sehr, sehr wenig verändert hat. Ich glaube, wie kommt man dahin? Man kann das nicht im Grunde durch staatliche Regulierung erreichen, durch die Schaffung von neuen Lehrplänen und Unterrichtskonzepten. Das Entscheidende ist im Grunde, wie können wir das Wissen mobilisieren, was in den Schulen ist. Man hat im Grunde viele gute Schulleiter, viele gute Lehrer, die im Grunde wissen, was guter Unterricht ist. Wenn wir dieses Wissen mobilisieren können, vermitteln können, wenn wir Erfolg im Grunde multiplizieren können im Bildungssystem, indem wir eine Profession schaffen, die sich selber mit diesen Fragen auseinandersetzt, dann können Sie wesentlich mehr erreichen, als wenn Sie darauf setzen, im Grunde heute neue Lehrer für morgen auszubilden. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial in den Schulen heute im Bildungssystem, in der Wirtschaft. Ne? Im Grunde, wenn wir Leute auf das Leben wenn wir Leute auf das Leben vorbereiten wollen, dann müssen wir das Leben in die Schulen bringen. Ne? Und ich denke, all das sind Dinge, die kann man im Grunde relativ leicht machen. Es gibt ja Dinge, die müssen getan werden. Wir wissen zum Beispiel, wir haben irgendwann kriegen wir große Probleme mit den Rentenkassen. Deswegen sowas wie G8, das wird ganz schnell durchgewunken. Auf der anderen Seite sagt die Bitkom zum Beispiel, 2012 hatten wir 43.000 unbesetzte Stellen an IT-Experten nur in Deutschland. Also ganz abgesehen von denen, die jetzt nicht diese super Expertise haben. Gibt es die Möglichkeit, kann die Wirtschaft überhaupt Druck darauf ausüben, wie unterrichtet wird? Die Frage würde ich jetzt an Herrn Heidenreich weitergeben. Finden da Interaktionen statt? Also ja, die finden durchaus statt. Es ist immer ein bisschen schwierig, Wirtschaft und Schule, da gibt es durchaus Vorbehalte, wie die eigentlich aufeinandertreffen. Wir machen zum Beispiel, wir finden zum Beispiel den naturwissenschaftlichen Unterricht relativ unspannend, unspektakulär, wie er derzeit gemacht wird. Und wir wünschen uns, dass nicht nur der Lehrer vorne Experimente macht, sondern dass auch die Schüler mitmachen können. Und so haben wir zum Beispiel Technopedia, ein Internetportal gestartet, wo man kostenlos, ohne Anmeldung, sich Lehrer diese Experimente holen können, die man zusammen mit den Schülern gestalten kann, wo dann auch Eltern oder die Schüler selber auch darauf zugreifen können. Also wir machen das schon sehr viel. Und Herr Schleich hat ja vollkommen recht, dass wir heute schon in der Situation sind, wo nicht nur das Fachwissen benötigt wird, das wird als selbstverständlich vorausgesetzt, auch von den Unternehmen, wenn sie Leute einstellen, wenn sie Auszubildende brauchen, sondern es sind das, was on top kommt, also Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, auch Teamfähigkeit, das sind letztendlich die entscheidenden Faktoren. Und interessanterweise bekommen wir auch Leute, die zum Beispiel dieses problemlösungsorientierte Arbeiten tatsächlich können. Die verlassen die Schule oder die Hochschule, die können dann problemlösungsorientiert arbeiten. Aber meine These ist, dass sie das eher durch Zufall können, weil sie in der Schule eben vor demotivierten Lehrern stehen und deshalb vor einer Hürde stehen oder weil sie Bildungsdemos organisieren müssen oder weil sie in der Hochschule am Anfang des Semesters sich irgendwie die Lehrveranstaltungen irgendwie zusammensuchen müssen, am Ende des Semesters 8 Klausuren in 5 Tagen schreiben und dann noch der Hausarbeit vom Professor hinterherrennen müssen. Die kommen denen eben ständig vor irgendwelchen Hürden und wenn sie dann die Schule und Hochschule verlassen, dann können sie tatsächlich problemlösungsorientiert arbeiten, aber nicht, weil es intendiert war, sondern weil es ein zufälliges Beiwerk ist. Und da müssen wir dann sicherlich in der Schule noch was ändern, damit das integriert wird. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, den Sie auch erwähnt haben, ist, dass wir uns nicht leisten können, irgendein Kind zu verlieren. Wir müssen es schaffen, dass es uns gelingt, alle Kinder zu Spitzenleistungen nicht anzutreiben, aber sie dorthin zu leiten. Frau Bernsdorf, wie schaffen Sie das? Also es gibt ja gerade Deutschland gegenüber den Vorwurf, dass in wenigen anderen Ländern die soziale Herkunft eine so große Rolle spielt wie bei uns. Jetzt sind Sie ja eigentlich in einem Problembezirk, schaffen es aber in diesem Bezirk einerseits eine staatliche Europaschule, der man so ein bisschen den Hauch der Exklusivität anhängen könnte, aber mit einer Förderschule zu kombinieren und das gelingt Ihnen offensichtlich prima. Ist das der Anlass gewesen? Was stand vorne, als Sie sich dieses Konzept überlegt und durchgeboxt haben?
Also zum einen möchte ich sagen, dass ich mir dieses Konzept nicht überlegt habe, sondern dass es eigentlich durch Schulaufsicht vorgegeben wurde und dass zu meiner Schule auch noch eine ganz normale Kiezgrundschule gehört, also mit all den Kindern, die so im Problembezirk Neukölln wohnen. Und man hat ja irgendwie im Leben nicht so viele Alternativen. Man kann alles beklagen und darüber weinen, was alles schlecht ist, aber das ist nicht so mein Ansatz. Ich versuche dann aus dem, was da ist, kreativ etwas zu schaffen, und ich bin dankbar, dass ich ein engagiertes Team von Lehrern habe, und das ist einfach unerlässlich, dass man Kolleginnen und Kollegen hat, denen jedes einzelne Kind wichtig ist. Und wir haben, obwohl wir in einem schwierigen Bezirk sind, ganz, ganz tolle Kinder, das darf man nicht vergessen. Und für mich ist die Schaltstelle, Herr Schleicher hat es vorhin in seinem Vortrag schon ganz treffend gesagt, Menschen für das Lernen zu begeistern. Dazu braucht es nicht irgendwelche Vorgaben in Rahmenplänen, sondern dafür braucht es auch Lehrer und Erzieher, die selber begeistert sind von dem, was sie tun und die dieses Feuer in den Unterricht mit einbringen und den Kindern Gelegenheiten geben, zu forschen, zu entdecken, Zusammenhänge selbst herauszufinden. Und diese ganzen Formen der tradierten Wissensvermittlung in den einzelnen Unterrichtsfächern sind dazu eher weniger geeignet als Anreize, die den Kindern auch klar machen, inwiefern ihr eigenes Leben und der eigene Bildungsprozess mit dem, was sie sich auch für ihre Zukunft wünschen und was sie zukünftig brauchen, zu vernetzen. Ich gebe ein Beispiel. Ein Kollege hat ein Jahr lang eine Klassenfahrt vorbereiten lassen von seiner vierten Klasse, und die Schüler mussten vom Buchen der Unterkünfte bis zum Organisieren der Ausflüge alles selbst gestalten. Sie sind dann auch an den Punkt gekommen, an dem an einem Tag irgendwie nichts gut lief, weil diejenigen, die die Verantwortung dafür getragen haben, sich einfach keinen Kopf gemacht haben, wie das gut laufen könnte. Aber nur auf solchen Wegen lernen die Schüler auch, Verantwortung für diesen Prozess zu nehmen. Und wir als Lehrer, Schulleiter, können sie darin begleiten und auch bestärken und können sie beraten. Aber wir können nicht für sie lernen. Wir haben aber trotzdem eine ganz hohe Führungsverantwortung, indem wir das auswählen und aufbereiten, von dem wir ganz explizit wissen, dass es für die Zukunft der Kinder wichtig ist. Sie sagen das so leicht dahin, aber gerade wenn Konzepte vorgegeben werden, das ist ja nicht leicht, denn Sie haben die Lehrer, die Sie haben. Wir wissen alle, dass die auch keinen leichten Alltag haben. Trotzdem, egal welche Art von Reform man versucht, an Schulen durchzusetzen, muss man natürlich mit diesen Lehrern gemeinsam arbeiten können, und man muss sie davon überzeugen können, das ist der Schritt, den wir jetzt gehen, und wir gehen den gemeinsam, und man muss auch diese Lehrer für eine Idee begeistern können. Ich weiß, Michel, an eurer Schule ist das offensichtlich überhaupt nicht gelungen. Ihr habt versucht, in die Diskussion zu treten mit den Lehrern, mit den Eltern, und habt euren Punkt nicht wirklich durchbekommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und eine der Begründungen war eben dort auch, die Lehrer können das eben nicht, sie sind dort nicht ausgebildet, und wir können auch nicht von ihnen erwarten, dass sie da jetzt komplett umdenken und ihren Unterricht ändern. War das so? Ja, also so ähnlich. Also bei uns ist ja auch die Diskussion um, sag ich mal, dass ein Handy verboten ein bisschen größer, aber der Einsatz von den neuen Medien, also der Begriff tut ja fast ein bisschen weh heute, Es ist eben sehr schade, dass da einfach überhaupt nicht versucht wird, sowas einzusetzen. Es wird mal ein Beamer aufgebaut, um mal einen kurzen Film zu zeigen oder ja für eine PowerPoint-Präsentation, aber das ist schon sehr selten. Und ich glaube einfach, viele Lehrer haben Angst davor, Fehler zu machen. Und denn natürlich durch eine Verkürzung der Schulzeit, aber bei dem gleichen Lehrplan, mit den gleichen Inhalten, kann natürlich nur was dabei rauskommen, dass man es irgendwie zusammenpressen muss. Da ist für den Lehrer natürlich das Einfachste, einen Frontalunterricht zu machen, weil bei Wissensvermittlung, wenn es wirklich nur um stupides Fachwissen geht, ist Frontalunterricht wahrscheinlich die effektivste Art, Dinge zu vermitteln. Aber dabei fallen natürlich Kompetenzen, egal ob jetzt irgendwelche technischen oder soziale Kompetenzen, fallen dabei komplett unter den Tisch. Und das ist eben das, was wirklich sehr schade ist. Woran liegt es eigentlich, dass es so wenig Proteste gibt? Meine Theorie ist ja, dass ihr nicht mehr so richtig viel Zeit habt, aufzubegehren. Und meine Theorie ist, dass ihr sehr lobenswerterweise eine Generation seid, die sich im Grunde genommen freiwillig und in ihrer Freizeit diese Kompetenzen aneignet. Ja, also die Zeit... Warum steht ihr nicht alle auf und sagt, es geht so nicht? Also gegen...
dieses Handyverbot bei uns, zum Beispiel tun wir das ja, das tun wir eigentlich ja immer wieder, wir diskutieren ja auch gerne darüber, aber das ist also, was den Unterricht angeht, da gehen wirklich sehr wenige auf, auch weil unsere Lehrer da, glaube ich, relativ konservativ sind und sich darauf auch nicht einlassen und dann lieber sagen, ja, aber ich habe das immer so gemacht in den letzten 40 Jahren, es hat auch immer geklappt und dann mache ich das jetzt einfach so weiter. Und die Zeit fehlt, die Motivation fehlt, denn es wird ja auch immer gesagt, unsere Generation ist so, die engagiert sich nirgendwo mehr. Das stimmt in Teilen, es stimmt in Teilen natürlich nicht, aber wenn es jetzt darum geht, sich für eine bessere Schule einzusetzen, gerade dann sind viele lieber zurückhaltend einfach. Sind Lehrer in anderen Ländern anders? Ist dieses, ich bin die Autoritätsperson, ist das so ein Impetus, den deutsche Lehrer besonders haben oder ist es bei anderen anders? Weil es wäre ja schön, gerade bei der jetzigen Generation sagen zu können, okay, die haben Kompetenzen, die haben die Lehrer vielleicht nicht, aber das ist doch toll, vielleicht vertauschen wir die Rolle und arbeiten wirklich mal gemeinsam an einer Sache und profitieren untereinander vom Wissen. Ja, noch vielleicht zu dem vorherigen Punkt. Ich glaube, die Nachfrage nach gutem Wissen, guter Bildung ist ein ganz entscheidender Punkt. Man sieht das auch in den Universitäten heute. Ne? Wenn irgendwo mal demonstriert wird, dann wird gegen Studiengebühren demonstriert oder sowas. Aber es gibt im Grunde keine Diskussion, keine öffentliche Diskussion über das, was wo und wie gelernt wird. Im Grunde um die Inhalte, um das. Und im Grunde mit dem Thema Studiengebühren habe ich ehrlich gesagt persönlich wenig Sympathie. Irgendjemand muss für Bildung bezahlen. Aber dass sich im Grunde die Lernenden selber dafür einsetzen, okay, das ist, was wir wollen und dafür demonstrieren, dafür auf die Straße gehen. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber zur Frage, ich glaube nicht, dass die Menschen anders sind. Im Grunde, die Lehrer werden vielleicht in anderen Ländern anders ausgebildet. Der entscheidende Unterschied ist, wenn sie heute nach Finnland gehen oder auch teilweise in die asiatischen Stände, sie finden dort ein anderes Umfeld. Dort ist der Lehrer nicht als Einzelkämpfer im Klassenzimmer, der irgendwo das Lehrbuch abarbeitet, sondern der ist eingebettet in eine Profession, der arbeitet mit seinen Kollegen. Sie haben das in dem kurzen Videoclip gesehen, und er lernt mit seinen Kollegen. Im Grunde, die Lehrer bereiten gemeinsam den Unterricht vor, sie bereiten ihn gemeinsam nach, sie lernen von ihren eigenen Erfolgen und Fehlern. Die Schulen wissen, was andere Schulen machen. Wenn sie zum Beispiel jetzt in Finnland Schulleiterin wären, ne, dann sind sie 2/3 ihrer Arbeitszeit an der Schule und 1/3 ihrer Arbeitszeit sind sie, das heißt dort Systemleiter. Das heißt, sie arbeiten in der regionalen Schulbehörde 1/3 ihrer Zeit mit Schulleitern anderer Schulen zusammen und können im Grunde dort diesen Austausch, im Grunde ihr eigenes Arbeitsumfeld schaffen. Und das gelingt in Deutschland im Grunde nicht. Wir haben immer noch dieses sehr hierarchische Top-Down-Modell. Wir reden zwar von Schulautonomie, das heißt aber dann, dass ich kann irgendwo entscheiden, welche Farbe die Wände haben, aber nicht im Grunde die Arbeitsumgebung und das Arbeitsumfeld selber gestalten. Und ich glaube, das erwarten wir heute von einer guten Profession. Das finden wir in den erfolgreichen Bildungssystemen. Das wäre sozusagen Teil der nötigen Reformen, die so passieren müssten, weil das sieht man auch, die technische Ausstattung an deutschen Schulen, die wird ja deutlich nachgebessert. Inzwischen sind ganz viele, auch Grundschulen, komplett mit Smartboards ausgestattet, aber es bleibt trotzdem dem Lehrer überlassen, wie er das benutzt. Und ich persönlich kenne, die meisten Lehrer benutzen es nach wie vor wie eine Tafel, die schreiben halt dran. Es gibt sehr wenige und die sind sehr begeistert, die gehen damit ins Netz, die lassen die Kinder selber surfen, die arbeiten wirklich interaktiv damit und finden das prima. Es findet aber zwischen diesen beiden Lehrergruppen keinerlei Austausch statt. Also es gibt nicht den Lehrer, der sagt, ich verstehe es nicht, kann ich mich mal mit zu dir in den Unterricht setzen, um zu gucken, wie du das machst und warum die Kinder davon so begeistert sind. Sie haben auch Smartboards an den Schulen. Ist Ihnen das geglückt mit Ihren Lehrern? Sagen wir so, wir haben zunächst erstmal mit uns selber angefangen, uns fortzubilden. Und ich muss sagen, ich gebe Ihnen recht, ich würde mir das sehr wünschen, dass ich 1/3 meiner Leitungszeit auch in anderen Institutionen sein könnte. Ich bedauere es sehr, dass ich vielleicht Projekte im Rahmen von EU, Comenius-Projekte, nutzen muss oder kann, um mal zu sehen, wie Schule denn in einem anderen Land funktioniert, weil ich während meiner eigenen Tätigkeit in der Schule und auch die Lehrer keine Möglichkeit habe, überhaupt nur mal 2 Straßen weiterzugehen und zu gucken, was die Kollegen dort machen. Weil ein Lehrer, und ich möchte da mal eine Bresche für die Lehrer schlagen, ich glaube nicht, dass Lehrer per se besonders heiß darauf sind, nur zu leiden und alle Arbeit von sich zu schieben. Wir haben viele hoch engagierte Lehrerinnen und Lehrer und auch junge Kolleginnen und Kollegen, die voller Begeisterung wirklich ihren Dienst antreten und etwas bewirken wollen.
Aber ich denke, wir haben sehr großen Optimierungsbedarf, sie auf diesem Weg zu begleiten. Und das Bild eines Lehrers, einer Lehrerin oder eines Erziehers in der Öffentlichkeit ist zumindest in Deutschland nicht mal ansatzweise mit dem zu vergleichen, wie es in Singapur oder in anderen Ländern ist. Hier herrscht bei vielen immer noch vor, der Lehrer hat vormittags recht und nachmittags frei, auch wenn der Ganztag das so ein bisschen verrückt hat. Aber die Wertschätzung einem Lehrer entgegenzubringen für das, was viele Lehrer wirklich auch tun, wenn es sich in ihrem Fall vielleicht auch noch nicht so super optimal anhört, die ist ein ganz wesentlicher Faktor. Wir merken doch selber an uns, es ist doch viel netter, wenn jemand sagt, das hast du gut gemacht, ich erkenne dein Bemühen, ich habe da noch die Idee, wo ich es verbessern kann, als wenn man pausenlos den Eindruck hat, da wird einem gegen das Schienbein getreten. Das motiviert nicht und darin knüpfe ich meine Hoffnung, genau wie ich eine große Hoffnung in die zukünftige Kindergeneration und Schülergeneration habe, dass einfach auch mal klar wird, Lehrer geben sich ganz viel Mühe, aber es gibt Bedingungen, die nicht gerade dazu beitragen, diese Situation an den Schulen zu verbessern. Und selbst wenn ich eine gute Ausstattung habe, und das kann ich hier sagen, meine Schule ist prima ausgestattet, wir haben in allen Klassen interaktive Boards, wir haben 400 Schüler insgesamt, wir haben mehr als 200 Rechner. Könnte jeder sagen, super. Ich habe aber von der Schulbehörde zum Beispiel 2 Stunden zugewiesen bekommen für einen meiner Kollegen, der den ganzen IT-Bereich verwalten, managen, gestalten soll. Und das ist einfach zu wenig. Denn die Lehrer, die Angst davor haben, Medien, und ich möchte sie eigentlich nicht mehr neue Medien nennen, weil dazu sind sie einfach schon zu alt und wir arbeiten schon zu lange damit. Das sagen Sie. Ja, also ich denke das schon. Man muss in dem Umgang sich sicher fühlen und es ist schon, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bei mir ist es ungefähr 20 Jahre her, ich habe mit meiner eigenen Klasse, damals war ich Lehrerin an einer Grundschule, gemeinsam gelernt und ich habe das als große Bereicherung erlebt und kann das auch an meine Kollegen weitergeben. Und wenn man sieht, dass Kinder den Umgang mit interaktiven Boards einem Erwachsenen gut erklären können, und ich habe noch nie ein einziges Kind gehabt, das in irgendeiner Weise schadenfroh darüber war, dass der Lehrer das nicht konnte, sondern ganz im Gegenteil, die waren stolz darauf, helfen zu können und helfen zu dürfen. Und ich denke, da muss sich in den Köpfen vieler Erwachsener noch ein bisschen was verändern, damit da eine Annäherung stattfindet. Ein Punkt, den Sie angesprochen haben, das Gefühl habe ich auch, dass man denkt, okay, wir müssen jetzt IT-technisch nachrüsten. Das heißt, wir hauen jetzt hier nochmal ein Etat X raus und dann kommen wir mit einem LKW und karren Computer in diese Schulen und dann machen wir einen Haken hinter unseren Etat und sagen, super, wir haben unsere Pflicht getan. Herzlichen Glückwunsch, hier sind 250 Rechner. Viel Spaß, tschüss. Ohne zu bedenken, was hängt denn da eigentlich hinten dran? Natürlich brauche ich jemanden, der diese IT-Ausstattung betreut, der sich darum kümmert, was machen wir denn eigentlich damit? Häufig sitzen die Kinder dann einfach nur in der Pause daran, es kümmert sich überhaupt niemand darum. Da würde ich gerne noch mal was zu sagen, weil es ist nicht so, dass es in Berlin nicht auch dazu Fortbildungsangebote gibt. Wir haben in Berlin wirklich eine außergewöhnliche Situation. Wir haben den E-Education Berlin Masterplan, der wirklich in Modulen auch allen Lehrern die Chance gibt, kostenfrei sich fortzubilden, um auch qualitativ hochwertigen Unterricht zu machen. Bis hin zur Einbeziehung von Eltern, wenn es zum Beispiel um das Thema Sicherheit im Netz geht. Das gibt es schon. Es ist die Frage, wie geht man mit der Ressource um und wie kann man auch sein Team motivieren, sich dieser Fortbildung zu unterziehen und auch zu gucken, was kann ich, was brauche ich und was will ich selber. Und ich würde immer darauf setzen, die Schüler so weit wie möglich einzubeziehen. Und ich denke mal, wenn ich das mit meinen 5,5-Jährigen von der ersten Klasse an schaffe, dann sollte es wohl gerade an einem Gymnasium möglich sein, wo mündige, tolle und ganz lernwillige und motivierte Jugendliche sitzen. Ich hole jetzt zur letzten Runde aus, weil wir leider so ein bisschen aus der Zeit laufen. Anknüpfend an Ihren Talk, Herr Schleicher, würde ich gerne Ihnen allen die Frage stellen, wenn wir sehen, die Welt von morgen, wir wissen nicht genau, wie sie aussieht, wir wissen nicht genau, welche Kompetenzen ganz konkret unsere Schüler brauchen. Kevin Heidenreich, was glaubst du aus Sicht der Wirtschaft, aber auch von den Hochschülern, was wäre da der ausgesprochene Wunsch, wo muss es hingehen und was wären die konkreten Schritte, die am notwendigsten zu ändern wären? Also
wir sollten, glaube ich, nicht auf irgendeine Revolution warten, dass irgendwie die Politik sagt, wir machen jetzt morgen digitales Lernen und dann wird alles besser. Es muss von den Lehrern herkommen, sowohl von den Hochschullehrern als auch von den Schullehrern. Das ist ja eben schon angesprochen worden. Denn nur so kann es laufen. Wir erleben ja gerade so eine digitale Revolution, die aber nicht von heute auf morgen stattgefunden hat, sondern es hat halt irgendjemand angefangen, in seinem Büro einen Computer zu stellen und dann haben andere Leute gesehen, dass es vorteilhaft ist, einen Computer zu haben und so hat sich das so langsam weiterentwickelt. Und auch mit den Handys. Irgendjemand hat halt angefangen, hat gesehen, es gibt irgendwelche Vorteile, wir haben auch wirtschaftliche Vorteile davon, wenn wir die Dinger benutzen und dann hat sich sowas entwickelt. Und so muss es auch in der Bildung kommen. Das muss von unten kommen, es muss von den Lehrern kommen. Es muss gute Lehrer geben, die eben diese die als Vorbilder dann gelten für andere Lehrer, wo sich das verbreitet und dann gibt es dann eine sehr, sehr lange und beharrliche Revolution, sage ich mal, das passiert nicht von heute auf morgen und in diese Richtung müssen wir gehen und da sollten wir nicht auf die Politik warten, denn das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was passieren kann, dass die Politik dann irgendwas macht, dann entwickelt die Bundesregierung irgendeine Art Bundestrojaner als Lernsoftware oder sowas, ich glaube, das wäre eine große Katastrophe für uns. Nein, nein, das muss von unten, das muss von den Lehrern kommen und da müssen wir die Lehrer unterstützen, da müssen wir denen Freiräume geben, das ist dann das, was die Politik machen kann und eben diese Beispiele, die müssen dann eben weiter verbreitet werden und dann kommen wir dann in diese Richtung, dass dann diese Skills, diese Kompetenzen, wo wir noch nicht wissen, wo wir aber wissen, dass gewisse Sachen dann eben doch gebraucht werden in Interaktion mit der Wirtschaft, wo sich dann auch die Lehrer dann eben austauschen müssen. Aber das dauert, das ist wirklich ein beharrlicher Vorgang und den müssen wir einfach nur weiter unterstützen und nicht darauf warten, dass morgen jetzt die Revolution ausbricht, weil irgendjemand das sagt. Zurückgefragt, haben wir die Zeit dafür? Ich finde ja langsam Wachstum auch sehr gut und kann das eigentlich nur so unterstützen, das sehe ich genauso, so ein bisschen kribbelt es mir unter den Nägeln. Können wir uns das leisten? Absolut. Ich denke, die Welt verändert sich heute so schnell und so rasant, dass wir im Grunde auf die Reaktion der Institutionen nie warten können. Ich denke, was wir auch sehen müssen, ich stimme dem weitgehend zu, aber was wir sehen müssen, dass wir heute die Verantwortung weniger bei den Institutionen, Schule und so weiter sehen müssen, mehr beim Lernen. Jeder muss im Grunde mehr Verantwortung für sein eigenes Lernen übernehmen und zwar lebensbegleitend. Ich muss im Grunde davon ausgehen, das, was ich heute in der Schule lerne, ist eine gute Grundlage. Aber das Entscheidende, mein Erfolg hängt ganz davon ab, was ich im Grunde, wie und wo ich weiterlerne. Und wenn man das, wenn das die Schule leistet, diese Grundlage, die Motivation, Begeisterung, Fähigkeit zum Lernen zu legen und dann im Grunde wir aber auch sehen, okay, Leute, ihr müsst selber im Grunde auch euch dafür einsetzen, dass ihr lernt, jeden Tag, in jedem Kontext. Und die Wirtschaft muss im Grunde dafür offen sein. Wenn wir heute nach Schweden gehen zum Beispiel, modularisiertes Lernen. Ich kann meinen Hochschulabschluss dort über 10, 15 Jahre machen. Und zwar während ich arbeite, ich lerne dort weiter. Ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und ich denke, dafür gibt es viele gute Ansätze. Ich glaube auch, der internationale Vergleich kann uns da ermutigen. Das passiert heute in vielen Kontexten. Aber muss das von den Gesetzgebern eingeläutet werden? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, im Grunde die Gesetzgeber müssen die Rahmenbedingungen schaffen. Die Institutionen müssen im Grunde die Prozesse sein, die das unterstützen. Aber letztendlich hängt es davon ab, dass wir im Grunde sehen, was ist es, das uns für den Erfolg stärkt und wie können wir diese Kompetenzen entwickeln. Also ich glaube, wir haben in Deutschland zu sehr das Vertrauen auf Gesetze, Grundlagen und so formalisierte Rahmenbedingungen. Ne? Ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt. Ich glaube, man kann heute innerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen sehr, sehr viel mehr machen, als was gemacht wird. Ihnen ist es gelungen, daher auch Ihnen einmal noch einen abschließenden Blick nach vorne. Was würden Sie Ihren Kindern, was ist das Wichtigste, was Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben möchten nach vorne? Und worüber reden Sie auch mit Ihren Lehrern am meisten? Wo setzen Sie die Schwerpunkte? Also wir müssen es schaffen, die Kinder zu motivieren und zu begeistern. Und sie auch befähigen, die Verantwortung für diesen Prozess zu übernehmen. Und nicht in so eine Konsumentenhaltung zu verfallen, dass der Lehrer da vorne steht und irgendetwas präsentiert, sondern wir müssen sie neugierig machen, sich aktiv an diesem Prozess zu beteiligen. Und ich würde noch ergänzend hinzunehmen, wir müssen das nicht nur bei den Lehrern, wir müssen nicht nur gucken, dass die Lehrer diesen Prozess anstoßen, sondern wir müssen die Kompetenzen der Schüler nutzen. Denn nur ein Schüler, der auch weiß, ich habe einen Vorteil davon, wenn ich gut ausgebildet bin, wenn ich meine eigenen Ideen einbringen kann, der kann auch seine Zukunft gestalten. Und ich denke, jeder junge Mensch hat einen Anspruch daran, an sich selber Dinge zu verwirklichen, die er mit seiner Zukunft verbindet. Und die sind da auch alle bereit zu. Wir müssen wirklich nur dieses Potenzial stärker ausschöpfen. Und das auf allen Ebenen. Und wir dürfen auch die Eltern nicht vergessen. Also es muss mehr gelingen, alle miteinander ins Gespräch zu bringen und zu vernetzen. Und nicht hier auf der einen Seite die Institution Schule, auf der anderen die Eltern und irgendwie sind da auch noch Schüler.
Das wäre zusammengefasst, Kinder prinzipiell stärken und ermutigen und ihnen ein gutes Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu geben. Michel, du hast noch ein Jahr, dann hast du Abi, vielleicht. Schaffst du? Also ich gehe da mal von aus jetzt. Was willst du bis dahin noch mitbekommen? Ja, ganz viel am besten. Also irgendwie würde ich am besten in meiner Schule noch sehen, irgendwie, dass mehr darauf hingearbeitet wird, dass Schüler und Lehrer Hand in Hand quasi an einer besseren Bildung an unserer Schule arbeiten und dass vielleicht auch unsere wenigen Smartboards, die wir jetzt schon haben, vielleicht auch ein bisschen mehr eingesetzt werden, ein bisschen interaktiver eingesetzt werden und ja, das wäre so das, was ich mir wünschen würde und einfach, dass das in meiner Schule auch einfach so weitergeht und eigentlich in allen Schulen in ganz Deutschland. Dass so ein Prozess angestoßen wird. Darf ich dich fragen, was du mal werden möchtest? Ich hoffe Lehrer. Nee, Lehrer glaube ich werde ich nicht. Aber also ich könnte mir vorstellen, Jura zu studieren. Aber was ich genau damit mache, ist noch offen. Also ich habe jetzt noch nicht so genau den Plan, ich möchte genau das machen, sondern ich möchte eher ganz viel machen und bis dahin noch viel mehr erleben, glaube ich. Genau, richtig. Ach, das hatte ich noch aufgeschrieben, weil auf deiner Website steht, folgt mir, ich weiß auch nicht, wo es lang geht, aber das ist auch egal, solange es vorangeht. Und dachte, das ist doch eigentlich auch ein tolles Motto für dieses Panel. Ist es das, was du meinst? Ja, also einfach immer, also vorwärts denken, würde ich sagen, und eben nicht zurückgucken, es war, früher war alles besser mäßig, sondern einfach zu sagen, morgen wird es noch besser. Super. Zufällig doch ein tolles Abschluss, einen tollen Abschlusssatz gefunden. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, die ich hier ausgebeten habe, weil ich dachte, sicherlich haben Sie vielleicht noch die ein oder andere Frage. So, ich glaube 5 Minuten, ja. Ja? Ja, meinetwegen schon. Ich kann nicht gut sehen hier. Hat jemand noch eine Frage, dann bitte durch Handzeichen melden, ich komme sofort zu ihm. Handzeichen melden, wie in der Schule. Und ruhig mal ein bisschen so, dass ich es auch sehe. Hallo, Andreas Kapell, mein Name. Ich habe eine Frage an das ganze Panel. In der Schule gehört eigentlich viel mehr Neugier vermittelt, also dass ein Schüler wirklich ständige Neugier hat, weil wir reden zwar die ganze Zeit davon, dass in den nächsten Jahren ständiges Lernen wichtig ist, aber besonders im Internet lernt man eigentlich oder kriegt man vermittelt, dass das Wissen, was man heute hat, gefühlt so innerhalb der nächsten 18 Monate oder 24 Monate gar nichts mehr wert ist. Also sprich im Endeffekt nicht nur ständiges Lernen, sondern auch diesen Willen und diese Neugier zu haben, morgen was komplett Neues wieder anzufangen. Das kennen die Leute aus dem Internet oder die im Internet groß geworden sind, kennen das, aber ich weiß nicht, ob es im Endeffekt ein Mechaniker kann oder weiß oder ob das jemand zum Beispiel jetzt Jura studiert oder studieren möchte. Ja, er weiß zwar, es wird irgendwie ständige neue Gesetze geben, aber ob das wirklich so diese Neugier und dieses ständige Lernen wieder gibt, ob darauf die Schüler vorbereitet sind. Ich habe die Frage verstanden, nicht an wen sie gerichtet war. Ans ganze Panel. Ans ganze Panel. Ans ganze Panel wurde hier gesagt. Tja. Also ich kann vielleicht eins sagen, es gibt ja immer diese zwei Seiten. Einmal dieses Wissen, dieses Abfragewissen, man wurde Amerika entdeckt und im Sinne von, das brauchen wir heute eigentlich nicht mehr, weil wir müssen nur wissen, wo es steht. Auf der anderen Seite dieses... wir wissen, wie man lernt, wir wissen, wie wir unsere Informationen besorgen können, wir müssen kreativ sein und so weiter. Aber es gibt ja noch ganz, ganz viel dazwischen. Und ich warne immer davor zu sagen, ja, wir müssen eigentlich nichts mehr wissen, sondern wir müssen nur noch wissen, wo es steht. Denn das könnte auch gefährlich sein, ne? Wenn man sich diese Fabrik da in Bangladesch anschaut. Der Bauingenieur, der wusste anscheinend nicht sehr viel. Oder wenn ich auf dem Operationstisch liege und da möchte mich jemand aufschneiden, dann sollte er schon ein gewisses Fachwissen mitbringen. Und das ist eben dieses Zwischending dazwischen. Also ein gewisses Fachwissen und ein gewisses Wissen, was dann zum Können wird, muss dann eben doch vorhanden sein. Aber klar ist, dass wir nicht mehr dieses Multiple-Choice-Abfrage-Bulimie-Lernen brauchen, was früher, wie unsere Schule eigentlich ausgestattet sind, das brauchen wir heute nicht mehr, sondern wir müssen da sicherlich andere kreative Wege finden, beziehungsweise wir müssen die Schüler und die Studenten dazu bewegen, dass sie eben diese Kompetenzen mehr bekommen, wie sie Wissen erlangen können, wie sie lernen können. Das ist sicherlich entscheidender, es ist wichtiger, aber es ist nicht alles. Fachwissen ist auch noch entscheidend. Wir haben, glaube ich, noch Zeit für eine Frage und die ist hier vorne. Ja, hallo. Ich habe eine Frage für mich in der Schule. Ich bin Lehrer und meine Kollegen, was können wir konkret tun, um genau die Kinder, die zu Hause keine Unterstützung kriegen, die keine Motivation kriegen, Neues zu lernen, mit ins Boot zu holen? Weil das ist, Sie sagen das selber auch alle, und das ist für uns im Alltag das Hauptproblem. Wie
können wir in den paar Stunden, die wir in der Schule zur Verfügung haben, die Kids so weit bringen, dass sie zu Hause, wenn sie in ein Loch fallen und keine Leute da sind, die sie motivieren, weiterzulernen und irgendwas aktiv in die Wege zu leiten, eben aus diesem Loch wieder rauskommen oder durchhalten, bis sie wieder in den Kontext kommen, wo sie unterstützt werden. Also das gilt sowohl für Sie, Herr Schleicher, als auch Frau Bernstorff vielleicht. Was machen Sie da konkret oder was würden Sie empfehlen? Beide einmal kurz. Möchten Sie anfangen? Also ich würde versuchen, darauf zu vertrauen, dass die Kinder in der Schule unter fachkundiger Anleitung der Lehrer einfach schon ganz viel als Basis mitbekommen. Und je älter die Kinder werden, desto vehementer werden sie auch den Eltern gegenüber ihre Forderungen versuchen durchzusetzen. Und ich habe viele Lehrer bei mir an der Schule, die den Kindern dann aus irgendwelchen Spenden beispielsweise auch einen Rechner zur Verfügung stellen, den sie zu Hause nutzen können, um einfach dieses Lernen weiter zu befördern. Wir haben in Berlin viele Ganztagsschulen. Das heißt, auch im Nachmittagsbereich in der Rhythmisierung können Angebote geschaffen werden oder durch Vernetzung mit Schulstationen, mit anderen Einrichtungen, in denen die Schüler dann auch weiter lernen können. Und ich hoffe auch immer noch und glaube daran, dass die Eltern auch das Beste für ihr Kind wollen, wenn es ihnen auch nicht immer gelingt, das so adäquat rüberzubringen. Aber ich denke, wir dürfen da auch den Faden nicht abreißen lassen und immer wieder versuchen, auch die Eltern zu fragen, was brauchen sie an Unterstützung? Wo kann Schule begleiten in dem Prozess? Was können wir zusammen für ihr Kind schaffen? Und dann glaube ich auch, dass die Eltern bereit sind, ihren Teil dazu beizutragen. Kurzer Tipp noch von Ihnen? Ja. Also Sie sprechen, glaube ich, die größte Herausforderung für Lehrer überall in der Welt an. Das ist wirklich das große Problem. Aber ich denke, ich gebe Ihnen mal drei Beispiele, wie man darauf eingehen kann. In Schweden zum Beispiel werden am Ende eines Schuljahres Noten vergeben, aber das ist nicht das Entscheidende. Am Ende eines Schuljahres setzt sich der Lehrer oder die Lehrerin zusammen mit dem Schüler und dessen Eltern. Und diese Eltern-Schüler-Lehrer-Dialoge sind im Grunde das, was nachher das Schulzeugnis wird. Und die goldene Regel dabei ist, dass ich mich nicht über andere beklagen darf. Das heißt, als Lehrer beklage ich mich nicht über die Schüler, als Eltern beklage ich mich nicht über die Lehrer, sondern jeder muss im Grunde dort festlegen, was werde ich beitragen, um Leistungsergebnisse zu verbessern. Da geht also die Schule sehr stark auf die Eltern zu. Ein Beispiel, wenn Sie nach Finnland gehen, heute eine Schule hat 30% der Lernzeit oder Unterrichtszeit, die außerhalb des Klassenverbandes geleistet wird. Das heißt, ich habe als Lehrer, als Schule sehr, sehr viele Möglichkeiten, im Grunde gestaltend hier einzugreifen, das Lernumfeld so zu gestalten, dass der Schüler im Grunde auch motiviert ist, zu Hause weiterzuarbeiten. Wenn Sie nach Japan gehen, Sie kommen als Schüler mit der Polizei in Konflikt, wem ruft die Polizei an? Nicht die Eltern, sondern die Lehrer. Also dort im Grunde ist die Beziehung, der Lehrer ist verantwortlich wirklich für das Wohlsein der Schüler. Über den ganzen Tag hinaus, nicht im Grunde nur auf das, was am Vormittag in der Schule passiert. Dafür werden entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen. Da fragt man sich dann zum Beispiel, Finnland, das sieht alles so teuer aus, wenn die diese Zeit außerhalb des Unterrichts haben. Aber die Antwort darauf ist, okay, dann machen wir die Klassen ein bisschen größer. Der Frontalunterricht, der kann eben auch in einer größeren Klasse geleistet werden. Aber wir haben dann sehr viel mehr Zeit, sehr viel mehr Möglichkeiten, auf die Eltern zuzugehen, auf die Schüler zuzugehen, mit einem sehr viel flexibleren Lernumfeld. Also das gibt sehr viele Möglichkeiten, aber ich will die Herausforderung nicht abstreiten. Vor dieser Herausforderung stehen Lehrer überall in der Welt heute. Ja, ich glaube auch Neugierde ist wahrscheinlich das Zentralste, was wir alle brauchen. Auch danke für diese Frage, weil auch eine super Einleitung natürlich. Neugierde, hoffe ich, habt ihr alle noch jetzt an diesem letzten Tag der Republika. Neugierde habt ihr hoffentlich auch an der Relearn, unserer Bildungssubkonferenz, die hiermit jetzt eröffnet wurde. Danach weitergeht auf Bühne 6. Jetzt, wenn ihr schnell seid, erlebt ihr noch Lisa Rosa, sehr empfehlenswert. Danach Thema MOOCs, offene Lernsysteme, Design und ganz vieles. Viel Spaß dabei. Ihnen allen vielen Dank, dass Sie hier waren. Bis zum nächsten Mal.